Über die Toten nichts außer Gutes, sagten schon die alten Römer. Und so hat der tödliche Autounfall des österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider die Spitzenpolitiker seines Landes heute vor die nicht ganz einfache Aufgabe gestellt, den Toten zu würdigen, ohne so zu tun, als sei er ein Politiker wie jeder andere gewesen. Sie haben es dann recht geschickt gemacht. Bundeskanzler Gusenbauer sagte, Haider habe die österreichische Innenpolitik über Jahrzehnte geprägt. Präsident Fischer beschrieb ihn als einen Politiker von großer Begabung und Talent. So kann man das wohl sagen. Aus Österreich berichtet Klaus Brönpass. Gegen 1.15 Uhr verunglückte Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider tödlich. Am Ortsausgang von Klagenfurt verlor er nach einem Überholmanöver die Gewalt über das Steuer. Der Wagen streifte mit überhöhter Geschwindigkeit eine kleine Betonmauer und überschlug sich mehrfach. Haider starb auf der Fahrt ins Krankenhaus. Er war auf dem Heimweg von einem Fest einer Werbeagentur. Dies sind die letzten Bilder vom Vorabend. Vor dem Sitz der Landesregierung legten viele Menschen Blumen nieder. Jung und alt wollen dem toten Jörg Haider letzte Referenz erweisen. Haider hat die Politik der letzten 20 Jahre in Österreich zweifellos mitgeprägt. Er polarisierte und erzielte mit rechtspopulistischen Thesen Erfolge. So ein Mensch gibt es nicht mehr, was der Jörg Haider war. Der hat für jeden Menschen was getan, der war für alle da. Seine unmittelbaren Mitarbeiter können den Tod noch nicht fassen. Ich werde ihn wahnsinnig vermissen. Er war mein Lebensmensch, er war mein bester Freund. Und ich sage einfach, danke Jörg, wo immer du jetzt auch bist. 1986 eroberte Haider in einer Kampfabstimmung die Parteiführung der Freiheitlichen und verschob damit die Koordinaten nach rechts. 1989 wurde Haider erstmals Landeshauptmann in Kärnten. Das blieb er mit kurzer Unterbrechung bis zu seinem Tod. Mit ausländerfeindlichen Sprüchen errang Haider 1999 Platz 2 bei der Österreichwahl. Wir können nicht mehr aufnehmen, weil bei 7 Millionen Österreicher haben wir bereits 1 Million Ausländer im Land. Es muss einen Einwanderungsstopp geben. Sein größter Triumph, Wolfgang Schüssel, Chef der Volkspartei, holt Haider in die Koalition. Die Mitglieder der Europäischen Union reagierten empört und isolierten Österreich diplomatisch. In Wien demonstrierten Tausende gegen die Rechtspopulisten in der Regierung. Nach den Parlamentswahlen in Österreich vor 2 Wochen wird die Regierungsbildung schwieriger. Haider punktete überraschend und spekulierte bereits wieder auf Regierungsbeteiligung. Ohne Haider wird eine große Koalition wahrscheinlicher. Die Telekom kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Schon wieder wurde ein Leck in der Datensicherheit. Guten Abend. Der Herbst hat zweifelsohne seine schönen und stimmungsvollen Seiten auch im Nebel. Aber lieber sieht man den Nebel eher in der Ferne, wie hier am Tegernsee. Aber Nebel gehört eben mit zum Herbst und auch zu den Unwägbarkeiten, dass er sich eben nicht immer und überall auflöst. Und die Wetterlage bleibt ja in Mitteleuropa erstmal relativ ruhig. Das heißt, wir haben es weiterhin mit Nebel oder Sonne zu tun. Ziemlich durchwachsen am westlichen Mittelmeer, auch am östlichen Mittelmeer gibt es vereinzelt Schauer und ziemlich ungemütlich. Gemütlich geht es derzeit in Teilen Nordeuropas zu. Bei uns wird sich heute Nacht erstmal wieder Nebel ausbreiten. Also Vorsicht Autofahrer, wer unterwegs sein sollte. Und morgen, da sich die Wetterlage kaum ändert, wird es ähnlich aussehen wie heute. Im Süden zum Teil wieder Nebel, der sich teilweise auch länger halten kann. Sonst aber auch viel Sonnenschein. Auch im Norden scheint die Sonne, aber es gibt auch mehr Wolken, vor allen Dingen im Küstenbereich. Da kann sogar mal ein Regentropfen herausfallen. Und die Temperaturen liegen so zwischen 15 und 23 Grad. Im Nebel bleibt es allerdings kühler. Die Wetterlage stellt sich auch nur langsam um im Laufe der Woche. Das heißt, wir haben es dann so allmählich immer mehr mit mehr Wolken zu tun. Teilweise dann auch mit etwas Regen. Aber es bleibt zunächst noch mild. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und ein ganz bisschen Sonne morgen auch am Sonntag.